Moin und willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution mit Nordkorea. Ja, und der Krieg, den wir führen wollten, den wir schon seit Anfang an führen wollten, was heißt seit Anfang an, seitdem wir Südkorea eingenommen haben, dieser Krieg, der hat sich jetzt schon ziemlich lange rausgezögert. Und ich habe langsam keine Lust mehr zu warten. Ich habe auch schon so diverse Nachrichten gekriegt, zu ungeduldige, sage ich jetzt einfach mal. Und dann denke ich langsam, ja, okay. Ich warte auch ein bisschen lang, ne? Ich drücke mich vor dem Krieg. Deswegen wollen wir jetzt mal alles in Bewegung setzen. Hallo Jonas, schön dich auch wieder hier zu sehen. Und ich schaue jetzt gerade mal. Ich habe nämlich, ich muss mal kurz Danke sagen an einen Zuschauer, dessen Namen ich leider vergessen habe. Tut mir leid, aber ich... Wenn du da bist, dann erkenne ich dich wieder. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nur den Namen nicht auswendig. Aber dieser Zuschauer, den ich erwähnt habe, der hat mir eine Frage gestellt. Und zwar, was diese Pluszeichen hier bedeuten. Ich wusste es selbst nicht. Ich habe es jetzt ausprobiert. Unkreativ ist da. Hallo Unkreativ. Unkreativ kommt später wieder vielleicht. Okay, alles gut. Ist auch völlig legitim. Keine Welteroberung bis dahin? Nee, keine Sorge. Das dauert ein bisschen länger. Aber wir können schon mal damit anfangen. Und zwar diese Pluszeichen. Hier hat man eine Militäreinheitensteuerung, oder wie war das? Nee, man muss hier auf die... Ah, okay. Man lernt jedes Mal dazu. Hier hat man eine Militäreinheitensteuerung und da kann ich, wenn ich will, einfach... soweit ich weiß, genau, alle Einheiten auf einmal auswählen. Hätte ich das mal früher gewusst. Hätte ich das mal früher gewusst. Jetzt muss ich wissen, was diese anderen... Was man da nochmals machen kann. Was ist das hier? Ach, Statistiken oder wie? Ach, und das über alle möglichen Länder auch noch. Huch, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss mich erstmal hier umschauen. Ich habe hier gerade was Neues entdeckt. Ah. Hier. Bam. Gesundheit. Kann ich so... Ah, hier kann ich direkt Neubau machen. Ach nee, das sind allgemeine Statistiken. Und hier kann ich dann bauen. Alles klar. Was ist hier? Kann ich hier Statistiken abrufen? Nee. Hä, ich will kein Treffen mit dem Japaner machen. Moment. Ich hab's gleich. Ich will wissen, was hier passiert, wenn ich hier draufklicke. Ach, das ist auch das Neubau-Ding. Es ist also nur bei dem was anderes, oder wie? Ja, scheint so. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Gut, dann habe ich mir das angeguckt und dann noch was anderes. Und zwar... Hä, kann ich jetzt nochmal draufklicken? Ah. Ach, dann wird die Karte außerdem größer. Das ist ja interessant. Das andere Ding war... Hier, das Pluszeichen. Da hat man dann, also man hat dann keine Ausklappmenüs mehr, ne? Normalerweise hat man hier, wenn ich hier drauf gehe, diese Ausklappmenüs. Und wenn ich hier drauf gehe, sind diese ganzen Menüs, die Ausklappen, sind hier drin. Das ist praktisch. Ich glaube, das werde ich in Zukunft so lassen. Ich muss mich nur an die Symbole gewöhnen, obwohl ich die eigentlich schon kenne. Ich spiele das Spiel ja schon lang genug. Okay, dann fangen wir an. Und zwar speichere ich mal und dann ziehen wir die Truppen zusammen und, und dann geht's los. Everything fragt... Moment, ich speichere währenddessen. Everything fragt, ob die Terroristen schon Erfolg hatten. Kommt drauf an, was du mit Erfolg meinst. Also die haben auf jeden Fall schon Leute auf dem Gewissen. Aber nicht allzu viele, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man bedenkt, wie viel Geld die haben müssten mittlerweile. So. Und Marvin ist wieder da. Und ist wieder weg, oder wie? Ach, kann ich lange bleiben wegen Urlaub in Ungarn oder nach Ungarn? Das ist ja cool. Da wünsche ich dir viel Spaß dort. Wäre ich auch gern. Und hallo, Ambroise. Auch schön, dich wiederzusehen. Gut, dann gespeichert ist. Wir ziehen die Truppen zusammen und bewegen sie mal an einen bestimmten Ort. Ne, Moment, hier. Ich muss die Militäransicht auswählen und dann kann ich hier... Na, hier. Jetzt nehme ich die Einheiten. Nee, kann ich eigentlich auch alle auf einmal nehmen? So vielleicht? Nee. Es gibt bestimmt eine einfache Möglichkeit, oder? Auswahl nach Gruppe Typ. Okay, ja, das will ich gerne so machen. Keine einzelnen Einheiten auswählen, das wäre ein bisschen aufwendig. Alles auswählen, nichts auswählen. Ah. Ach so, jetzt ist alles ausgewählt. Na gut, aber die Spionagesatelliten will ich jetzt nicht unbedingt hierher bewegen. Kann ich irgendwie mit Shift oder so, wie als wäre es jetzt ein Ordner oder so? Nee, geht nicht.
Dann mache ich so halb auf einmal. Also ich wähle jede einzelne Kategorie einzeln aus. Das ist aber schon viel Zeit gespart, auf jeden Fall. Die bewege ich jetzt mal nach, ich denke mal hier in so ein südliches Militärlager. Milp 16. Und da wähle ich die jetzt nacheinander aus und schicke sie alle dorthin. Da warten wir, bis sie da sind. Dann geht's los. So. Und Jonas hätte gerne einen kleinen Überblick über Atomwaffen, Raketen und so weiter. Einen Moment. Kann ich die hier hin tun? Nee, geht nicht. Die müssen auf dem Flugplatz, auf dem Luftwaffenstützpunkt. Alles klar. Umgehen. So, ihr auch. Na, ihr auch. Dahin. Dann ihr geht dahin. Umgehen. Ihr geht auch dorthin. Und ihr geht auch dorthin. Wie viel haben wir denn noch? Die Schiffe lasse ich mal da. Jetzt haben wir hier noch Raketenwerfer. Ist noch ein paar Helikopter. Ach, das sind diese Kommando-Dinger da, ne? So heißen die doch. Das müssten die sein. Ich kann ja mal die Schiffe auch mal zusammensammeln, aber die müsste ich dann hier an den Hafen sammeln, denn die können ja leider nicht über das Land kriechen. Hier ist eins. Da. Ihr geht mal dahin. Geht auch dorthin. Und ihr geht auch dorthin. Und ihr geht auch dorthin. Und hier haben wir noch. Ist das ein Thron, oder? Können die hier hin? Nö, die können dann wahrscheinlich hier hin. Auch nicht? Ernsthaft nicht? Dann lasse ich die, dann sollen sie bleiben, wo sie sind. Okay, dann sammeln wir die jetzt mal zusammen. Kann ich ja nochmal speichern, wenn sie zusammengesammelt sind. Georgien hat Armenien, sorry, den Krieg erklärt. Interessant. Kann ich dazu nur sagen. Viel mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Dann ein Ultimatum von China. Warum denn? Ich betrete euer Land doch gar nicht. Oder doch? Wahrscheinlich wegen dem Idioten. Was ist das denn für ein Depp? Wieso fährt er so einen komischen Weg? Naja, ich hoffe, die. Es geht schnell und die verlassen China wieder. Der ist ja immer noch in. Wie lange braucht er denn? Wie ich Merkwürdig. vorausgesagt. Ich hoffe, die marschieren jetzt nicht in China ein, aus Versehen. So, dann klicke ich mal hier auf den Geheimdienst. Ah, guck mal, wie einfach das geht. Ohne Ausklappmenü. Je öfter ich das mache, desto schneller finde ich das Menü auch. Da schicken wir jetzt Leute rein. Und moin, Philipp. Schön, dich zu sehen. So. Genau. Teilweise Zerschlagung. 71%, das habe ich ja gerade gemacht. Dauert ja immer so einen Tag, bis diese Meldungen kommen. Deswegen habe ich das jetzt schon am Tag gemacht, bevor die Meldung kam. Weil es schon vorher passiert ist. Und Jonas meint, ich bräuchte militärische Bündnisse. Huch. Welches Spiel wir in China treiben? Eigentlich gar keins. Also, ich tippe ja persönlich darauf, dass ich keine Bündnisse brauche, wenn ich nur schnell genug bin. Und möchte das erstmal so ausprobieren. Wenn es nicht klappen sollte, dann können wir darüber nachdenken, ja. Aber ich möchte es erstmal alleine schaffen. Oder versuchen. Nicht unbedingt schaffen. Wenn es nicht zu schaffen geht, brauche ich es auch nicht weiterhin versuchen. So. Philipp sagt, das sieht aus wie Krieg gegen Japan. Könnte sein. Vielleicht aber auch was anderes. Wer weiß. Tatsache ist auf jeden Fall, dass es Krieg ist. Also sein wird. Und dass ich die Truppen zusammenziehe. Ich hoffe nur, dass die Chinesen uns nicht den Krieg erklären, weil wir die Truppen zusammenziehen und dabei aus Versehen deren Land betreten. Das wäre nicht so schön. Schwimmweltmeisterschaft in Clermont-Ferrand. Ermutigung. Kö. Und guten Abend, CR. Schön, dich zu Unsere sehen. Sp Und herzlich willkommen. So. Und wir werden gewarnt. Wir machen doch gar keine militärischen Aktionen in China. Was soll das?
Ich habe andere Dinge vor. Die Chinesen sind unsere Freunde. Wieso soll ich die angreifen? Hier ist unsere Wachstums... Oh, cool. Ein höheres Wirtschaftswachstum und 2% Arbeitslosigkeit. Alles klar. Ich kann das Ding mal wieder zumachen. Ich habe die ja jetzt alle hier zusammengesammelt. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, die sind langsam bereit. Ein Speicherstand mache ich dann, glaube ich, noch. Die Wettbewerb. Und dann geht's los. Eine Bombe. So, so, so. Ich glaube, die sind jetzt alle bereit, ne? Ist hier noch jemand? Ne, okay. Die sind jetzt alle zusammengesammelt. Ich speichere jetzt noch einmal und dann geht's los. Wohin ist die Frage? Tja, das werdet ihr schon noch sehen. Auf jeden Fall nach Übersee, sonst hättest du ja nicht an die Küste gesetzt. In Übersee sind ja unsere Rivalen. So, also. Hier. Jetzt nehmen wir unsere Soldaten. Ich würde sogar erstmal nur mit Soldaten versuchen. Ich glaube, ich will die Panzer erstmal da lassen, wo sie sind. Mal gucken, ob das reicht. Ach so, eine Sache müsste man vielleicht noch machen. Zur Sicherheit. Wo ist denn das? Ich muss es nur finden. Hier, ne? Beamte. Dann würde ich mal den Lohn der Soldaten erhöhen. Wie viel kosten das? Wie viel haben wir denn? Jede Menge eigentlich. Können wir denen auch eigentlich einiges zahlen? Komm, ihr kriegt mal hier 500. Ich glaube, das ist vergleichsweise viel. Obwohl, wenn man die Inflation betrachtet, die wir haben, wie geht's dir eigentlich? Ich muss mal kurz auf die Inflation gucken. Wo ist sie denn? Hier, ne? Ne, das ist Besteuerung. Hier ist Währung. Alles klar. Und hallo, Good Player. Schönen guten Abend. Inflation 17%. Die müsste aber sinken, ne? Ja, so ziemlich. Ja, hoffe, das geht einigermaßen. Okay. Ja, erhöhen wir mal den Lohn. Ich weiß halt nicht, wie die Reaktion darauf sein wird, ne? Komm hier, übertreiben wir es mal. Ich will nämlich nicht, dass sie wieder desertieren. Wenn sie ordentlich Geld kriegen, machen sie es vielleicht nicht. Will erstmal wissen, was das für eine Reaktion darauf ist. Und hallo, Inquisitor Phoenix. Okay, das freut die insgesamt nicht so, aber wenigstens die Soldaten dürften glücklich darüber sein. Alles andere ist ja nebensächlich. Dann werde ich nochmal die Beliebtheit erhöhen. Die Frage ist nur, wie. Man könnte irgendwie Geld ausgeben. Irgendwas investieren. Ich lade mir mal jemanden ein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Das weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber wir suchen uns... Ach ja, wir haben ja doch eine Mätresse oder sowas, ne? Die können wir noch einladen. Wo sind die denn? Oder haben wir doch keine mehr? Oder war das eine Sportlerin, dass ich die hier nicht finde? Ich klick mal durch. Ach doch, hier ist sie ja. Und die hat eine Beliebtheit von 67%. Naja, ist jetzt nicht die Welt, aber gut. Treffen wir sie mal. Wann haben wir die denn das letzte Mal getroffen? Das war... Hier. Das war im... Na, ich kann da nicht draufklicken. Ich kann die Seite nicht weiterklicken, oder was? Doch, das war im Mai 2019. Oh, das könnte zu kurzfristig sein, glaube ich. Aber ich mache das mal. Und dann können wir ja... Wir müssen uns sowieso mit der Mätresse öfter treffen, damit sie... Das bleibt, was sie ist. Und hallo, Johann ist krass. Und hallo, Darth Commander. So. Jetzt warte ich darauf, dass sie auftaucht. Dass sie uns hoffentlich lobt. Und wenn... Ach, da ist ja auch noch er hier. Dem müssen wir ja natürlich auch noch weiterhelfen. Ordentlich Geld. Einen großen Dank. Bitteschön. Dann noch schöne Waffen und wundervoll. Fahrzeuge. Gut, das war's wohl. Jetzt muss ich noch ein Treffen mit dem ausmachen. Mann, wie das sich alles verzögert. Aber wir fangen gleich an. Das Commander fragt, kam ein neues Update? Es gibt die Möglichkeit, auf eine 2017er Version abzudaten, aber ich habe mich da noch nicht wirklich darüber informiert. Weil
Ich glaub, das bringt sowieso nur was, wenn wir ein neues Spiel anfangen. Und dann kümmere ich mich drum, wenn wir ein neues Spiel anfangen. Das müssten nämlich neue Daten sein, die auf Stand von 2017 sind. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für bum, heute. Bum, bum, kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.